Sie erobert nicht nur die Chartspitzen, sondern auch die Herzen im Sturm. Fast jeder Veranstaltungsort, in dem sie auftritt, trägt das Wort Arena oder Stadion im Namen. Helene Fischer. Barbara Schöneberger bezeichnete sie vor einiger Zeit als wirklich perfekt und laut einer Playboy-Umfrage steht Frau Schöneberger mit ihrer Meinung nicht alleine da. Denn demnach ist Helene Fischer nämlich die ideale Frau unter deutschen TV-Promis. Allgemein hält aber wohl nicht nur der Helene Fischer-Hype in Deutschland an. Die Grenzen zwischen Schlager und Popmusik scheinen immer mehr zu verschwimmen. Beim Echo räumte Helene Fischer vor kurzem unter anderem den Preis für das Album des Jahres ab. DSDS-Schlagersternchen Beatrice Egli wird Newcomerin international. Ein Titel, bei dem viele wohl eher an andere Namen gedacht hätten. Ob jung oder alt, mit Helene Fischer ist das Schlagerfieber nochmal so richtig ausgebrochen. Die Fanclubs häufen sich in den sozialen Netzwerken, wird geliked, kommentiert und geflirtet, was das Zeug hält. Die einen lieben ihr Aussehen, die anderen ihre Musik, die nächsten ihre sympathische, bodenständige Art. Helene stünde auf einer Stufe mit Justin Timberlake, schreibt ein Fan. Ein anderer kommentiert, du bist einfach die Beste, ich liebe dich. Und sogar ein junges Mädchen meldet sich zu Wort, meine ganze Familie liebt deine Musik und ich auch, obwohl ich erst 10 bin. Helene Fischer wird also wohl nicht so schnell wieder von der Bühne verschwinden, zumindest nicht, wenn es nach ihren Fans geht.